Ich will ehrlich sein, ich leide seit mehreren Monaten an einer Marihuana-Sucht. Und nein, ich bin nicht dieser Hakim Ziyech. Hört auf damit! Frohen Dezember, ihr Pisser! Nach dem Derby ist vor dem Derby und es kann nur besser werden. Also hoffen wir mal zumindest. Deswegen, Freunde, herzlich willkommen zum Talk vor dem Supercup-Finale. Fener vs. Gala, oder wer hat Heimrecht eigentlich? Auf Papier? Offiziell glaube ich Gala, weil Gala ist Meister geworden. Okay, Meister dann, korrigiere mich, Bro. Gala gegen Fener. Gala gegen Fener. Hä, was labert ihr dann? Ich weiß nicht. Kein Heimrecht, aber ja, wir werden wahrscheinlich Papier als erstes genannt, Bro. Es wird wahrscheinlich Gala gegen Fener sein. Der Scheich von Saudi-Arabien ist ein. Also erstmal, was glaubt ihr, wie viele Leute werden mitkommen, dahin reisen? Es soll sehr, also ich denke mal so für 2 Tage mit Verpflegung, Tickets, bla bla bla, mindestens 1.000 bis 2.000 Euro. Bro, ein paar Leute haben ja schön die fetten Summen geblecht, ja, bis dann die TV gesagt hat, ey, ab jetzt 50%. Also das ist schon ein kleiner Indiz dafür, dass, glaube ich, nicht so viele Leute der Flug ist halt teuer. Einreisen werden. Vor allem aus Deutschland. Ja. Bro, das Teure ist, dass es nicht in der Türkei ist und die Türkei finanziell halt meistens schlechter aufgestellt als, ja, als die anderen Länder, Bro. Die TFF bekommen massig Geld. Die haben ja einen Vertrag unterzeichnet, dass die nächsten fünf Finals, Supercup-Finale in Riyadh in Saudi-Arabien stattfinden werden. Ja. Ist ja nicht die erste Liga, die das macht. Also italienische macht schon, spanische macht schon. Montag im Stream hat ein Zuschauer gesagt, der hat mal ein bisschen ausgerechnet, was es kosten würde. Er hat gesagt, Anreise und Flug 1.000 Euro allein, ja. Ohne Ticket. Ich habe jetzt mal alles mit reingepackt. Und für unsere Türkei-Türken 1.000 Euro sind über 30.000 Dinar. Also Türkei-Türken, Bro, für mich ist zu viel. Ja, für uns auch, für uns auch, so, aber für die erst recht. Also Milan gegen Inter war letztes Jahr auch Supercup-Finale. Fans waren da großartig nicht dabei. Ich denke, 25.000 wird man vielleicht voll machen mit ein paar Saudis, denen langweilig ist, nichts anderes zu tun haben. Schauen sie sich das Spektakel mal an. Ja, hoffentlich. Alter, ist ja nicht so viel, 25.000. So. Nur falls sollen sie einfach ein paar Boxen, die hier Fener vor Gala-Block gestellt hat, einfach mit reinnehmen und dann. So denn, Bro? Bei der WM gab es auch sehr viele Argentinier-Fans, sehr viele Belgien-Fans und sehr viele Schweiz-Fans. Und alle sahen irgendwie gleich aus. Aus Indien und Pakistan wurden die geholt. In Trikots gesteckt. Aber was macht man nicht alles für ein paar Groschen, ne? Egal, lass mal beim Sportlichen bleiben. Was denkt ihr? Wird es ein anderes Derby? Das ist ja die Frage, die wir heute bedienen wollen. Naja. Wird es ein anderes Spiel werden? Ich denke, ja, jetzt wo Fred zurück ist, wird das auf jeden Fall Feners Qualität schon mal anheben. Also der Faktor Fred spielt, denke ich, eine große Rolle. Aber wenn die beiden Mannschaften wieder Bock auf WWE, UFC haben, ja, dann könnte es wieder schleppend werden. Die Hoffnung auf einen ausländischen Schiri wurde er uns genommen. Nee, es wird wieder ein türkischer Schiri. Abdülkadir Bitigen wird das Spielgeschehnis leiten. Das wäre jetzt eine gute Gelegenheit gewesen, mal zu schauen, wie würde dann ein türkisches Fußballspiel gepfiffen von einem ausländischen Schiri aussehen. So. Bro, vor allem in Saudi-Arabien, die arabische Pro League wird oftmals von europäischen Top-Schiedsrichtern geleitet. Also ja. Makelen, der Typ mit den freshen Haaren, wo ich immer zum Friseur sage, mach mir wie der die Haare. Kennst du den? Ja. Der hat letztens irgendein Spiel von Ronaldo gepfiffen. Ja, siehst du? Wie willst du eine Haare haben? Wie der? So. Schiedsrichter. Nee, willst du das meinen? Ich sage, es wird ein ähnlich langweiliges Spiel. Mhm. Ich sage, Fener wird jetzt mit Fred, also Fred wird natürlich dem Fener im Mittelfeld gut tun. Ich sage aber, die allgemeine Performance der Spieler wird jetzt etwas sinken, weil es halt kein Heimderby mehr ist. Ich glaube, dieses Feuer ist bei jeder Mannschaft. Wenn du zu Hause spielst, hat man einfach nochmal diese extra 15%, sage ich mal. Weil in der Liga ist es ja schon ein halbes Finale irgendwie gewesen. Dieses Jahr Fener und Gala verlieren. Zwei Unentschieden, eine Niederlage, sonst jedes Spiel gewonnen. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass man gegen Anadolu-Vereine hier Punkte liegen lässt. Ich denke auch, Bro, es ist so, also für mich fühlt es sich an wie einfach ein Part 2. Der Hunger wurde nicht gestillt. Es hat noch größer, sage ich. So, der wurde noch keiner größer. Hat gewonnen, keiner hat verloren. Und plus, jetzt gibt es halt noch etwas zu gewinnen. So, jetzt gibt es noch einen auf die Mütze. Du kannst irgendeinen Titel gewinnen. Es wurde ja auch vor allem medial im Spiel, war viel Dirty Talk dabei. Nach dem Spiel, wir haben es alle mitbekommen, Dzeko, Icardi, Fabrizio. So, also da gibt es einige Bögen zu glätten. Wer hat mit wem geflirtet, Bro? Wer hat mit wem geflirtet? Was weiß ich, Alter. Gab es auch Dirty von Dingen in der Halbzeitpause? Nein, die haben Gönnergy getrunken. Nee, aber ja, es gab Trash Talk. Trash Talk. Habe ich Dirty Talk gesagt? Du hast Dirty Talk gesagt. Aber um kurz wieder zum Thema zu kommen. Ich meine natürlich Trash Talk, Digga. Dirty Talk. Das hier check ich erst. Ja, Digga, ich denke mir schon, warum reagiert der nicht gerade? Icardi. Also, schaut mal. Ich glaube, beide Mannschaften, also ich kann aus Fernsehen sprechen. Vor dem Fernsehen, ich habe mir in die Hosen geschissen, fast so angespannt, weil ich denke, den Spielern ging es ähnlich, Trainer.
Beide hatten wirklich Angst, hier unter die Räder zu kommen oder irgendwie zu verlieren. Mhm. Beide hatten jetzt so einen Schlagabtausch und man hat gemerkt, okay, so keiner ist hier untergegangen. Und jetzt am Freitag wird, glaube ich, mehr die spielerische Qualität im Vordergrund stehen. Außerdem, so das Spiel, letztes Spiel war Sonntag, jetzt Freitag, könnte man denken, sind die vielleicht ein bisschen platt, aber der Ball lief ja nur knapp 43 Minuten. Also Bro, das ist eh eine Woche ist vergangen, die sind gewohnt, jeden dritten Tag zu spielen. Okan Buruk hat ja den Spielplan massiv kritisiert, hat gesagt, Digga, die zwei Mannschaften, die am meisten geschafft sind. Schuld, Bro, wer hat das Meister? Ja, und jetzt zwei Derbys hintereinander, aber ich denke, man bietet keine... Bro, wann soll man denn sonst einen Supercup spielen, Bro? Wann soll man den denn sonst machen? Yeah. Im Sommer ist eine EM. Er wird halt nicht Meister. Ja. Also ich denke, die Spiele an sich sind platt jetzt. Die Hinrunde war ja ziemlich vollgestopft. Beide haben europäisch 6 Spiele gemacht. Gala und Fener hatten auch die Qualifikationsspiele. Also die Saison hat sehr früh angefangen. Ja. Also die Spiele sind allgemein platt und nicht wegen dem Spiel am Sonntag. So. Ist ein Fakt, Bro. Aber, und da zitiere ich unseren geliebten Professor Jorge Jesus, der meinte, Top-Spieler oder große Vereine sind es ganz, die sind es gewohnt, alle 3 Tage zu spielen, 2-mal die Woche zu spielen. Deswegen soll man auch für solche Spiele, da soll man Bock drauf haben. Ich feiere diese Aussage von Okan Buruk nicht, dass da nochmal rumlamentiert wird. Weißt du, ich kann verstehen, dass Liverpool Jürgen Klopp rumheult, wenn die am 26. spielen müssen und am 1. Januar spielen müssen. Guck dir mal den Terminplan der Premier League Clubs an. Also, ich kann es nicht ganz nachvollziehen so. Also denkt ihr wirklich, spielerisch wird sich da was verändern? Also spielerisch, glaube ich, wird sich wenig verändern. Ich denke einfach nur, dass das, was wir vorher befürchtet haben, dass man gesagt haben, vielleicht wird der Supercup nicht ganz so ernst genommen. Das wird, glaube ich, auf jeden Fall ad acta gelegt werden. Die Leute, also die Spieler werden mies Bock haben, weil, wie gesagt, Hunger wird nicht gestillt. Part 1, Part 2 von 2 jetzt. Es ist ein Derby. Noch hitziger. Es ist ein Pokal. Also du bekommst einen Pokal. Ja. Ding war von Anfang an eigentlich sinnlos, diese Diskussion wird es ernst genommen, meiner Meinung nach. Aber wieso ich denke, dass es spielerisch kein Leckerbissen wird, ist eben, man hat jetzt schon in der Liga gesehen, beide Mannschaften stehen ja tabellarisch komplett gleich da. Solche Spiele gewinnt die Mannschaft, die weniger Fehler macht. Und beide Mannschaften wollten einfach wenig Fehler machen, sich gegenseitig wenig Räume schenken und es wurde um jeden Quadratzentimeter gebissen und gekratzt. Und jetzt, wo es noch um den Titel geht, denke ich, dass das ähnlich sein könnte. Erst recht, sage ich mal. Es könnte auch sein. Das sehe ich jetzt auch nicht komplett als ausgeschlossen an, aber... 3-0 Gala, ne? Nee, aber schau mal, ich gehe davon aus, dass ein Sahar spielen wird. Ich gehe davon aus, dass ein Kaan Ayhan spielen wird. Ein Fred wird zu 99% auch spielen. Kerem Demirbay wird nicht spielen, dafür Kaan. Und Mertens wird die 10er-Position an Kerem aktuell Kohle abgeben müssen. Mhm. Und dafür rückt dann Zaha ein. Meine Einschätzung, auch irgendwie mein Wunsch. Davinson schafft es nicht, oder? Ich glaube, Davinson hat immer noch nicht mittrainiert. Nee, der schafft es nicht. Ich würde den nicht mal mitreißen lassen. Und bei Fener, Osterwolde, Djiko, hat ja an sich gut funktioniert. Kein Tor kassiert, Icardi hat man nicht zum Zug kommen lassen. Aber was denkt ihr, wie wird Kartal aufstellen oder wie würdet ihr aufstellen? Livakovic, Osai, Osterwolde, Djiku, links Ferdi, Ismail und Fred, Irfan Cengiz soll er sich aussuchen, Szymański, links Tadic, würde ich trotzdem weiterhin vertrauen und Dzeko vorne drin. Hast du eine 3-Türken-Regelung? Gilt auch im Supercup, ne? Ja, klar. Ja. Wollt ihr mal wissen, wie ich aufstellen würde, wenn ich könnte? Erzähl. Fred im Tor. Dzeko Rechtsverteidiger. Tadic Innenverteidiger. Ja. So würde ich aufstellen, wenn ich könnte. Habe ich was verpasst? Aber ich denke, deine Aufstellung ist die wahrscheinlichste. Okay. Also Crespo und Fred geht ja gar nicht wegen der Außenregelung. Ja. Außer er vertraut auf Serdar Aziz. Ja. Aber ich finde, dass du... Also Osterwolde und Dzeko haben sich bewährt. Haben Icardi eng bearbeitet. Und Nelson Abdelkerim, genauso Dzeko. Feier ich sehr, freut mich für Nelson. Diesen Nelson haben wir wirklich vermisst. Das war der Nelson, den wir... im Istanbulspor Auswärtsspiel letztes Jahr, dem die Tribüne Nelson nach dem 2-0. Fallrückzieher-Ding. Ja. Genau. Icardi hat Tor geschossen, aber die Tribünen steigen Nelsons Namen. Diesen Nelson haben wir vermisst und den haben wir auch jetzt am Sonntag sehen dürfen. Hoffen wir mal, dass wir ihn wir hoffen zumindest. Du nicht natürlich, ihr nicht. Aber, ich hoffe, ich will echt, Bro, mein Hunger ist wirklich nicht gestillt. Nelson, Bro, auch. Ich weiß nicht, ob das eine Provokation war. Wahrscheinlich, sicherlich war das auch ein bisschen eine Fener-Provokation. Nachspiel, der geht so zu den Gasttribünen, macht so dann noch ein bisschen, paar Leute von den Fener-Fans hat auch noch so mitgenommen. So. Ja, war ein bisschen angestickelt. Aber es gehört dazu, Bro, es ist so, Derby. Dazu, Derby der hat Bock auf jeden Fall, der hat Bock auf dieses Derby. Damit es ein schöneres Spiel wie am Sonntag wird, spielt der Schiri eine große Rolle. Die Körpersprache oder die Kommunikation mit den Spielern auf dem Platz ist hier sehr gefragt. Und man muss seine Lehren aus diesem Sonntagsspiel ziehen. Abdülkadir Bitigen hat sich bestimmt dieses Spiel am Sonntag angeschaut.
Und muss sich denken, Digga, so darf das Spiel am Freitag auf keinen Fall laufen. 43 Minuten effektive Spielzeit, wo der Ball im Feld war. Es gab vielleicht 5-6 Fouls, die man hätte weiterlaufen lassen können. Aber die Kommunikation, wenn er sagt, hey, nimm ein bisschen Luft raus, wenn du weiter faulst, musst du dir die Karte geben. Einfach kommunizieren. Aber er hat gepfiffen und dann stand er so und hat sich voll maulen lassen. Ja. Wenn er einfach sagen würde, ey, ich habe keinen Bock mit Karten hier rumzuwerfen, so in dem Derby. Natürlich gehört Körperlichkeit dazu, aber... Ich hätte von Anfang an, da wo der Schiedsrichter mit den beiden Kapitänen einschlägt und die Platzwahl entscheidet, ja. Hätte ich zu beiden Kapitänen gesagt, Adam und Nan, passt auf, ich möchte ein schönes Spiel, ein würdiges Finale zwischen zwei Top-Clubs, aber sagt jetzt zu allen euren 11 Mitspielern im Kreis, den ihr macht, wenn ihr zu mir kommen werdet und mit mir versucht zu reden, zu meckern, gibt's Karten. So, und dann am Ende spielen wir 8 gegen 8, ist mir egal. Ja. So klar muss das kommunizieren. Weil, dass ein Foul gepfiffen wird, ist eine Sache, ja. Aber dass 50 Leute eine Traube um den Schiedsrichter bilden und das Meckern anfangen, dafür geht auch Zeit. Verstehst du, ich meine? Ja, klar. Das soll bitte echt fernbleiben. Meine Prediction ist erst einmal, ich denke wirklich, dass es spielerisch besser werden wird. Aber auch das Ergebnis wird es nicht niederschlagen. Also, ich denke, Livakovic und Muslera werden viel öfter jetzt gebraucht werden am Freitag. Aber... Ja, ich denke irgendwie, es geht in die Verlängerung. Vielleicht sogar Elfmeterschießen. Okay. 1-1 sage ich und dann. Hey, der hat im letzten Spiel noch 0-0 gesagt. 1-1 ist meine Prediction, der klaut es mir einfach. Oha, ja, ich sage auch 1-1. Echt? Ich sage 1-1. Aber ich will derjenige sein, der am Ende sagt, welche Mannschaft das Ding gewinnen wird. Ich sage 1-1, eventuell sogar Elfmeterschießen. Wenn es im Elfmeterschießen ist, machen wir Klick-Kluck. Bis 1. Klick-Kluck. Fener wird den Pokal gewinnen. Ja, hier wurde es entschieden, Digga. Hier wurde der Sieger entschieden. So, 1-1, Elfmeterschießen. Wenn es Fener dann holt, Digga, heftiges Orakel. Das wäre krass. Dann vor der EM mit Türkei machen wir Kia Kluck und hoffentlich gewinnt Ossi. Ich gebe jetzt noch ganz kurz selber mein Prediction ab. Ich sage auch Elfmeterschießen. Geiler wird das Ding dann holen. Aber Junge, wir sind richtig gebrannt, Marc, vor dem Spiel am Sonntag jetzt. Aber. Gehen wir mal davon aus, Fener gewinnt versus wir gehen davon aus, dass Gala gewinnt. Aha. Was verändert sich? Wird das die Loser-Mannschaft in dem Falle sehr stark beeinflussen? Ich glaube nicht. Wenn jetzt Fener einen Supercup-Pokal holt? Nein. Also sagen wir mal, die gewinnen 3-0 gegen, jetzt 2-3-0 gegen Gala. Boah, es wird das krank gefeiert bis Silvester. Die Mannschaft, die gewinnen wird, es wird ja definitiv jemand gewinnen. Die wird einfach auch diesen Frust aus dem Sonntagsspiel und Ding, das wird, glaube ich, sehr, sehr ausgiebig gefeiert. Die Verlierermannschaft, ja. Hat das Pokal wird keine Leistung auf die Liga? Glaube ich nicht. Also, wenn das, kann passieren, wenn das einer Derby, muss verlieren. Ja, aber schau mal. Das Liga-Derby hätte vielleicht so einen kleinen Ausreißer haben vielleicht können Liga für die Verlierermannschaft, aber das glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. Ich könnte mir schon vorstellen. Natürlich könnte es sein. Also, was sagt ihr, Chat, Alter? Ich glaube nicht, aber mich würde mal eure Meinung dazu interessieren. Also, was denken die Fanalys, wenn die sagen, Digga, Icardi ist einfach wieder zurück, hat uns zwei Tore im Derby gegeben. Was denkt ihr da? Schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Was glaubt ihr, wie wird das Spiel ausgehen? Wer wird den Unterschied machen? Und in welcher Form könnte das ein oder andere Ergebnis Auswirkungen für die eine oder andere Mannschaft dann eben haben? Ich glaube, wir werden am Freitag dann auch live sein und eine Watchparty starten, richtig? Ja. Habe ich gehört, oder? Ja. Also Freitag sind wir live. Um wie viel ist das Spiel? 18.45 Uhr, glaube ich auch. Ja, dann wer zeigt überhaupt? ATV. Nein. Ja, nicht im A-Sport, ATV. Ja. Okay, dann hätte ich mal 18 Uhr in den Raum geschmissen. 18 Uhr? Ja, so 18 Uhr. 18 Uhr so ungefähr. Vorbericht, Aufstellung anschauen, bisschen. Ja. Nochmal heiß machen, aufwärmen und dann raus auf den Platz. Genau. In diesem Sinne, Freunde, wir sehen uns Freitag 18 Uhr live auf YouTube. Achso, und wenn ihr jetzt Head-to-Head haben wir schon vor dem Sonntagsspiel gemacht. Falls euch das Head-to-Head interessiert, wird ja ähnlich sein mit ähnlichen Spielern. Schaut es euch an, hier oben verlinkt. Und ja, viel Spaß damit. Wenn nicht, bis Freitag, Freunde. Haut rein. Ciao.